Which one was it? 207, das war meine Tür. Also das war die Tür, die ich brauchte. Hierfür habe ich einen Schlüssel. Ist da gerade was los? Warte mal, kann ich gerade mal hier vielleicht gucken? Scheint gerade was drin abzugehen, oder? Hau ich mal. Ja. Da ist Action, da wollen wir nicht rein. Was ist hiermit? Okay, wenn ich drauf gucke, sieht ihr die Nummer. Das sehe ich von Weitem, das brauchst du mir nicht zu zeigen. Ich glaube, da ist ruhig, oder? Können wir da mal aufmachen? You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. I mean, what if someone's in there? I'm investigating a murder. I've got to check out all the angles. You never know what might be significant. Well, I guess. Okay, gut zu wissen, dass sie uns schon mal die Tür aufmacht, aber 205 ist eigentlich nicht der Raum, den wir suchen. Ja, ist halt ein billiger Hotelraum. See anything? Nope. Nope. Genau das, was ich auch gesagt hätte. Dann schauen wir uns hier mal um. Das ist irgendwie die Königssuite oder was? Mal horchen. Ne, ist ruhig. Dann mach doch mal auf. 207. Open this one. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? Bigby? How could you do this to me? No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love- It's not what you think. Please. You're cheating on me! With him? No, no, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet! I'm sure you help each other just great! This is a murder investigation. She's helping me- Stop lying to me! What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, listen to me! There's nothing going on! I'm not- Hey! Bastard! I guess I finally see you for who you are! Stop! Stop it! Is this you staying out of it? I thought I could trust you! Listen to your wife. Just calm down and- Beast! What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me! She's my wife, Bigby! I told you! Na komm schon. Na, mach keinen Scheiß, Junge. Leave him be. Ja. This is my fault. Ist richtig, aber ich muss in diesen Raum rein. Alter. Oh. Au! Bigby, no! Don't hurt him! Jetzt wird er sauer. You ruined everything! Ah, der Raum ist offen. Shit, Bigby. What have you done? What? What is this? Bigby. Look what you did to the door. You can't just act like this whenever Stand you... Stand back. You don't want to see this. Beauty, stay in the hall. What? Why? What's going on? Oh my god! Don't touch anything. Is this...
Who's this? Lily met her client here. Mr. Smith, whoever he is. And then? It must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah. I was on shift last night. On shift? Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. So that's... Yeah. Do you remember who rented this room last night? I don't think anyone did. Not last night. Maybe they have it long term. I don't know. How am I supposed to know? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Kannst die Hörner wieder einfahren, Junge. Ist ja wohl mal relativ eindeutig hier. What kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. Genau. Okay, dann schauen wir uns hier mal am Tatort um. Do you smell something? No. Glücklicherweise noch unberührt anscheinend. Snow White war aber nicht die mit dem Apfel, oder? Welches Märchen war denn das mit dem Apfel? Irgendjemand wurde doch mit dem Apfel vergiftet. Oder war das Snow White? Schneewittchen? Doch, stimmt, das war Schneewittchen. Ich glaube, es war Schneewittchen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, Mann, keine Ahnung. Ich gucke mir erstmal hier alles an. Do all the rooms have these same clocks with a built-in cassette player? I think so, yes. Bringt mich das irgendwie weiter? Guck nochmal. Nee. Ja, die 12 blinkt, das heißt... Looks like she was lying down when she was killed. Flowers were already here. How do you know that? Blood pattern. Also, I'd say the body was dragged off the foot of the bed. There. The body. Jesus. You could say she. Poor girl. I just can't even imagine. Ich weiß gar nicht, warum sie da rumstehen muss. Okay, da können wir nichts mehr mitmachen. Habe ich dann hier Lilac Petals, Glamour Cylinder, Appointment Book. Aber damit konnte ich noch nie was anfangen, oder? Ich meine... Mit diesen Sachen, die da am Rand stehen, die habe ich halt dabei, aber... Was ist das hier? Storybook? What is that? It's a book about Snow White. Or about the Mundy version of her story, anyway. Steht sogar auf Deutsch hier. Guck mal an. Es war einmal in einem großen Schloss. Da wuchs die Tochter eines Prinzen trotz einer eifersüchtigen Stiefmutter glücklich und zufrieden auf. Aha. Beautiful steht dran. Gut, dass es dran geschrieben hast. Ich hätte es nicht gemerkt. The whole book is about her? Yeah. What is it? He made Lily bite the apple. I think the apple is part of his fantasy about Snow White. That would explain the one we found on the floor. Oh no. Do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. That makes perfect sense. Naja. They were acting out the thing with her stepmother and the apple, which is really creepy when you think about it. You know, she almost died when... Fuji, was? Warum steht da Fuji? Red, Delicious, Empire? Was? Was ist das für ein Quatsch? So, ich möchte aber erstmal, kann ich nicht hier wieder raus? Ne, ich muss weiterblättern. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. Oh no. What? What is it? Ich weiß es nicht. He's obsessed with this. He likes people helpless. I think he marked this page because he likes the sight of a helpless person. It's about power for our Mr. Smith. He likes to be in control. So he's fixated on Snow, but he likes them helpless. Maybe that's why he needed a stand-in. My God, that poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money.
She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... We can't know the answer to that. Every situation is different. Yeah. Backout, okay, da wollte ich hin. Ich denke mir nämlich, dass ich eventuell noch andere Sachen mir angucken kann, um die dann mit dem Buch wiederum zu verbinden. Zaretten? Ich dachte, du warst der einzige, der diese Scheiß-Brand rauchte. Hey! Apparently not. He brought wine. Classy. Das haben wir hier noch, eine Kassette. Ah, guck mal. Ja, die werden wir gleich mal im Player abspielen. Closet. Ja, da wird ihr Kostüm drin sein. Aber erstmal, genau, werden wir die hier abspielen. Die sollte laufen, wenn er ankommt. For my arrival. Bigby, this? I think I heard this music last night. It was playing pretty loudly for a while and then stopped in the middle. I didn't think twice about it at the time. I mean, you hear all kinds of things around here, and I guess I've already gotten used to blocking them out. Could have covered up the sound of the murder. Ja, mir ist gerade... Get it together, Beauty. Be strong. Gerade eingefallen, wie abgedreht das ist, oder aufgefallen. Dass hier so ein Märchen nachgespielt wird und dann so ein blutiger Mord passiert, obwohl einige ja sagen, dass die Märchen sehr viel blutiger waren, als sie entstanden. Ich werde gleich mal in dieses Closet gucken. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich hier noch machen kann. Ja, das Buch kann ich leider nicht mehr anfassen. Aber das mache ich jetzt in der nächsten Folge. Die Folge ist schon längst wieder vorbei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. The Wolf Among Us, genau. Ich vergesse immer den Titel von den Spielen, das ist unglaublich. Wir haben uns ja gerade mal am Tatort umgeschaut, wo vermutlich Lily umgebracht wurde, die wie Snow White aussah. Und finden hier alles Mögliche, was darauf hindeutet, dass hier jemand das Märchen von Schneewittchen nachgespielt hat. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off. Das macht kaum Sinn. There's no blood on it. It must have been torn some other time. Oh no, there's more? What? What now? He could be a crossdresser. He likes it rough. Looks like a snow costume. This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It's another match to what's in the book. God, I'm just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff, too. Apparently, he enjoys helpless women. That's not going to bode well for anybody. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Ja, oder gibt's da doch noch was zu sehen? Taschen? Ah, da liegt was. Ja, okay, heb's dann doch mal auf, wenn es das Einzige ist, was ich da tun kann. Are those pictures of the dead girl? Nope. Ich glaube, das sind die von der echten. How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for Snow is gone now, so... The next step closer. What is it? It's... Crane. Sein.
could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Holy crap. Ichabod Crane. Okay, das hatte sich angedeutet, dass er so ein bisschen auf, ja, ein bisschen auf sie steht, auf Snow White, auf Schneewittchen, aber es macht noch nicht so wirklich Sinn für mich, weil, mal gucken, gibt's hier noch irgendwas? Nee, steht zwar Scroll, aber ich kann nicht scrollen. Aber mal im Ernst, kann es nicht sein, dass jemand anders die Frauen umgebracht hat und er nur diesen verrückten Fetisch hatte? Ich weiß es nicht. Es macht alles noch nicht so wirklich Sinn. Es macht alles noch nicht so hundertprozentig Sinn. Es passt alles noch nicht so ganz in ein Bild. Ichabod Crane. Vor allem, er schien tatsächlich wirklich helfen zu wollen, den Mörder von Schneewittchen zu finden. Das kann natürlich auch alles Fassade gewesen sein. Oh Mann, ich weiß es nicht. Aber das wäre doch zu einfach, oder? Ich meine, es wäre eine Erklärung. Nur Ichabod Crane haben wir so noch nicht wirklich kennengelernt. Das ist einfach so ein Charakter, der... Weiß ich nicht. Den gibt's. Dem haben wir irgendwie mal zwei, drei Sätze gewechselt, aber den... Ich wüsste jetzt nicht, den wirklich einzuschätzen, ob er es denn war oder gewesen sein könnte oder eher nicht. Schwer zu sagen. Aber das war erst Episode 2. Ich meine, es kann ja jetzt noch nicht vorbei sein. Es ist ja, also jetzt den Mörder zu kennen und ihm dann hinterher zu jagen. Oder, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Schwer zu sagen. Ja, aber ich sehe gerade an der Uhr, dass ich hier wohl zwei Folgen irgendwie zusammenschneiden muss. Oder ich lasse es so, ich weiß es noch nicht. Ja, krass, aber die Episode war jetzt viel kürzer, als ich gedacht hätte. Aber extrem viel kürzer. Oder sie ging einfach nur schnell vorbei. Auf jeden Fall war sie zu kurz. Na gut, dann müssen wir auf die nächste Folge warten, auf die nächste Episode. Ich bin sehr gespannt. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.